Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6. Take 2 mittlerweile. Ich habe gerade 15 Minuten aufgenommen und dann habe ich gecheckt, dass ich meinen Ton gar nicht angemacht habe. Also habe ich gerade 15 Minuten umsonst gesabbelt. Gut, wir machen es aber ein bisschen anders. Jetzt habe ich Ton angemacht, jetzt hört ihr mich und ja, Musik dudelt auch im Hintergrund ab, also von daher ist alles gut. Gleich vorweg, ich hatte ein paar Schwierigkeiten, die Karte zu starten. Über die Nacht hinweg wurde eine Mod abgedatet, einmal die Ultimate Station, und da ist ein Fehler drin. Jetzt kann man das Spiel, den Spielstand nicht mehr starten, ohne die Mod Live Text, die auch rausgekommen ist, zu aktivieren. Die ist vom gleichen Modder. Man kann ganz aufwendig in den Einstellungen von der Ultimate Station, von der Mod, kann man da den Fehler beheben und kann da Ordner tauschen und was rauslöschen. Im Moment ist es aber einfacher, einfach die Mod Live Text sich runterzuladen und zu aktivieren. Dann gehen auch eure Spielstände wieder, wenn ihr die Ultimate Station aktiviert habt. So, das ist zum 1. Dann gibt es noch zum 2. Ich muss mein Handy heute leider auf laut lassen. Also bitte ich euch, das zu entschuldigen, wenn ich mal eine Nachricht bekomme und es hier ein bisschen rumbimmelt. Ich warte auf einen ganz wichtigen Anruf und wäre doof, wenn ich den verpasse. So. Ja. So. Drittens. Hiernach kommt noch eine Timelapse. Timelapse hier zum Hafenbau. Alles das, was ihr jetzt hier gerade im Bild seht, habe ich nochmal in eine Timelapse angefasst. Glaube ich, circa 2,5-3 Stunden. Zusammengefasst, komprimiert auf 20 Minuten. Wer Bock hat, sich das anzugucken, kann das gerne machen. Das Video kommt eine Stunde später als dieses Video hier. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Dann würde ich sagen, basteln wir jetzt noch ein bisschen rum. Ich möchte gerne einmal die Strecke nach Stadthagen und einmal die Strecke nach Bad Oeynhausen fertig bauen. Hier in den Schönbaugedöns, das mache ich alles abends meistens. So zwischen 23 oder 22 Uhr und 3 Uhr morgens oder sowas, dann bin ich dann hier meistens immer am Basteln. Da habe ich meine Ruhe. Da ist es im TS nicht so laut, sind nicht so viele Leute da. Und da kann man sich schön konzentrieren, Musik nebenbei laufen lassen und dann bastelt man hier so ein bisschen rum. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal an, was wir bisher so gebastelt haben. Nochmal hier kurz zu sagen. Der Detailgrad, der kommt später, also die Menschen, hier nochmal eine Kiste, da ein Auto und hier nochmal ein paar Kleinigkeiten, das mache ich alles später. Ich mache jetzt erstmal so das grobe, schon etwas feinere Vorbauen, dass ich die Plätze erstmal so habe und weiß, wie die Proportionen sind, und dann überlege ich mir, wie ich das mache. Ja, hier habe ich einfach nur Lagerhallen, hier ist eine Verladung für die Schiffe, wo dann, keine Ahnung, Stückgut und sowas verladen werden kann. Und hier halt eine riesen Lagerhalle von hauptsächlich DB Schenker. Bisschen LKW-Verkehr. Ich lasse hier überall so ein paar Fahrzeuge fahren. Hier fährt ein LKW. Der andere steht schon hier und die fahren einfach nur im Kreis, damit das so ein bisschen belebt aussieht. Ja, gut. Hier habe ich nochmal zwei Abstellgleise. Und jetzt kommen wir auch schon in den Containerhafen. Hier der Containerhafen insgesamt 5 Gleise, wo ich dann auch so ein bisschen Zugverkehr nachher fahren lassen werde. Das werde ich aber alles mit euch machen. Die Züge werden hier ganz zum Schluss fahren oder mit zum Schluss. Und dann werde ich das mit euch aber zusammen machen, die Linien. Ja, hier habe ich auch so ein bisschen versucht, das so dicht wie möglich ranzusetzen, dass hier rein theoretisch die Kräne hier die Schiffe beladen könnten. Hier oben schwebt immer noch unser Auflieger. Der geht mir jedes Mal auf den Sack. Und ja, genau, hier habe ich einen Containerhafen gebaut, ein paar Container. Sagt, das richtige Ausschmücken kommt auch noch. Hier ist das Bürogebäude, der Parkplatz, ein paar Tische und ein paar Stühle für die Angestellten. Und ja, hier habe ich auch ein paar Autos fahren lassen, dass hier so ein bisschen Leben reinkommt. Ne? Hier ein paar Storage-Plätze. Genau. Hier haben wir eine Windmühle. Hier ist gerade sogar ein Techniker. Hier habe ich es mal ein bisschen schon so ein bisschen detailreicher gemacht. Die Autos, die fahren ja auch immer. Hier habe ich noch einen Besuchermagneten hingesetzt, dass hier noch ein bisschen Verkehr herrscht. So, und hier geht es dann in den anderen Bereich. Hier wird auch alles Mögliche verladen. Industrie, genau. Hier habe ich dann auch endlich mal einen Hafen hingesetzt, weil ich nachher natürlich auch so ein bisschen Schiffe fahren lassen möchte. Ne? Ja.
Eins noch, der Gleisanschluss hier ist, die Weiche ist hier, das ist im Original auch so. Allerdings ab hinter der Straße ist es frei erfunden, weil im echten habe ich hier nicht so viel Platz, um das alles nachzubauen, wie es in real ist. Das hatte ich euch aber gesagt, dass ich ja hier ein bisschen Fantasie reinfließen lasse. Und ich denke mal, das ist auch ganz okay. So. Gut. Jetzt habe ich schon ganz trockenen Mund von dem ganzen Gesabbel. Dann nehme ich mir ganz kurz einen Schluck, bitte entschuldigt. So. Offene Wasserflaschen stellt man immer an den Computer. Aber wenn sie dann umfallen, dann waschen sie ihn gleich. So, meine Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal wieder unseren Gedöns an. Machen wir das aber mal aus hier, was wir alles nicht brauchen. Zack, 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 zack. So, im Prinzip brauchen wir das aber auch nicht. Im Prinzip kann man eigentlich alles ausmachen. So. Ja, unsere Dampflok, die fährt hier auch immer noch lustig ihre Kreise. Ich weiß gar nicht, wo sie gerade ist. Autosave. Autosave ist immer gut. Naja, irgendwo wird die hinten wohl. Da hinten kommt sie. Da hinten ist sie. Fährt gerade nach Lade. Ja, meine Freunde, ich möchte jetzt gerne hier einmal die Strecke nach Bad Oeynhausen weiterbauen. In real macht der Fluss hier viel mehr Biegungen. Das habe ich jetzt so nicht dargestellt. Und jetzt geht es eigentlich viergleisig permanent weiter. Hier eigentlich erstmal geradeaus an diesen Knick ran. Hier läuft nachher auch noch eine Straße vorbei. Hier hinten geht dann die A2 noch vorbei. Müssen wir sehen, dass wir hier hinten dann über die Weser rüberkommen. Und dann gerade hier nach Bad Oeynhausen rein. Genau. Die Weser eigentlich müsste Bad Oeynhausen weiter hier hinten sitzen. Aber sitzt es nun mal nicht. Nun mal sitzt Bad Oeynhausen hier. Gut, müssen wir uns daran halt orientieren. Hier hinten möchte ich wahrscheinlich, es gibt ja diese Mod, diesen Geisterbahnhof, der dann hier außerhalb der Karte sitzt. Ich weiß nicht, ob ich den mache oder ob ich einfach so tue, als wenn ich hier nochmal ein riesengroßen Kopfbahnhof hinsetze, wo einfach viele Güterzüge drin parken und die auch sichtlich sind. Vielleicht bauen wir das nachher einfach zu und dann fahren die hier halt immer über die Map. Sieht ja vielleicht auch ganz schön aus, wenn wir das hier am Rand dann nochmal ein bisschen voll bauen. Dass wir dann hier auf der Hauptstrecke dann immer schön Verkehr haben, hier Güterverkehr, denn dann nach Stadthagen, eigentlich müsste das hier Bückeburg sein und Stadthagen hier oben, aber gut, das haben wir jetzt leider auch nicht gemacht. Muss ich mal gucken, müssen wir eine Stadt nochmal selber entwickeln. Wenn, dann setzen wir hier oben Stadthagen und dann nennen die Stadt hier oben in Bückeburg, dann geht es nämlich gerade runter, macht hier einen Knick und geht dann hier wieder hoch. So wäre es dann eigentlich in echt, das werden wir wahrscheinlich auch so machen. Ja, gut, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal hier heute jetzt unsere Strecke. Mal wieder genug gesabbelt. 160. Schneller ist hier, glaube ich, sowieso nicht. Oh, wir könnten ja eigentlich auf 300 gehen. Ja, wie gesagt, es geht jetzt hier einfach nur geradeaus. Warum habe ich denn überhaupt gar keinen Ton? Audio. Achso. So. Ja. Gut, eigentlich müssten wir dann noch so ein. Machen wir das mal anders. Wir nehmen uns hier jetzt den Punkt. Also eine ganz leichte Kurve ist da halt schon drin, ne? Gehen jetzt hier durch den Wald durch. Wir müssen natürlich gucken, dass wir hier noch rüberkommen. Das sollte passen. Mit dem Weich muss ich dann gleich mal gucken. Ich habe mein Tablet jetzt gar nicht neben mir liegen. Also richtig gut vorbereitet. Das liegt daran, weil es hat mich wieder echt geärgert. Ich hatte bis, ich weiß gar nicht, bis wie viel Uhr hatte ich das Häfchen gemacht? 3.50 Uhr, glaube ich. Hatte ich aufgehört gestern. Hab den Rechner ausgemacht, bin ins Bett gegangen. Und was sind das für Schwellen? Was hat denn? Ich kann jetzt sogar 160 fahren. Was sind das denn für Schwellen jetzt? Habe ich noch nie aktiviert, so eine Mod. Ich hatte mal so eine. Die habe ich wieder rausgenommen. So ist doch viel besser. Ja. Ja, dann habe ich halt mit dann schlafen gegangen. Und wollte jetzt mein Spiel starten. Ja, und dann sagt er mir, nee, ist nicht. Irgendwie so eine Live-Text-Datei fehlt oder ist verschoben oder weiß der Kuckuck was. Dann hatte ich erstmal wieder das große P in den Augen. Ich dachte, nee, jetzt nicht noch ein Safe-Game verlieren. Weil ich konnte auch Safe-Games von vor 2 Tagen nicht laden. Ging alle nicht. Ja, dann habe ich wieder meine netten Helfer hier alle aktiviert. Und
Der gute Mike C, von dem ihr sicherlich auch einige Mods habt, der macht ja viel amerikanische Züge, hatte mir dann freundlicherweise geholfen. Und ja, jetzt läuft alles wieder. So. Mal gucken, wie wir das machen. Die beiden Gleise sind eigentlich die einzigen Gleise, wo die Züge halten. Das andere ist alles Durchfahrtsgleise, Güterverkehr. Würde ich dann auch sehen, dass wir das genauso hinkriegen. So. Zack. Daher müssen wir natürlich dann, wenn wir das erst noch schön bauen, da wieder ein bisschen was abreißen und dann hier Unterführung machen. Weil hier halt noch, hier hinten ist noch ein Supermarkt, Tennisplätze und sowas und halt ein Naturschutzgebiet, Vogelpark. So, was ist hier? Und hier hinten kommt natürlich dann noch die Straße rüber, die hier rüber geht. Und ach, wir haben ja noch so viel zu bauen. Das war wenigstens, wie gesagt, hundertprozentig nachbauen werde ich es ja nicht machen. Das hatte ich ja vom Anfang an schon gesagt. Aber ich möchte halt solche Merkmale oder solche Charakteristiken, die, wenn man aus der Region kommt oder auch, wenn man sich bei Google Maps das anguckt, und sieht, ah, alles klar, hier ist die Brücke über die Weser und dann über die Schienen, die ist dann hier auch im Spiel, dann ist das ganz okay. Ich werde jetzt hier nicht jede einzelne Straße nachbauen, das hatte ich aber von Anfang an gesagt. Und ja, so würde ich das eigentlich ganz gerne handhaben. So, jetzt würde ich sagen, jetzt tappen wir einmal kurz raus. Ich mache einmal kurz Google Maps auf, dann gucken wir uns einmal den Bahnhof von Bad Oeynhausen an. Das Spiel springt um, sehr schön. So, ihr seht es, hier ist jetzt der Bahnhof Porta Westfalica, den haben wir gerade gebaut. Dann macht das jetzt eine ganz leichte Kurve nur und dann geht es eigentlich sturstracks geradeaus. Hier über die Weser, wir kommen natürlich jetzt auf einen ganz anderen Winkel an, weil wir die Weser hier eigentlich gerade runter haben. Und hier macht ihr noch so viele Bogen und kommt dann im 90 Grad Winkel eigentlich drauf zu. Ist jetzt bei uns ein bisschen anders. So, dann geht es einfach hier knicke knack durch Bad Oeynhausen durch. Und Bad Oeynhausen ist hier auch ein Bahnhof mit 3 Gleisen, sehe ich jetzt. 1, 2, 3. Und dann geht noch das 4. geht nebenher. Ja, das ist ja relativ unkompliziert. Hier ist der Babo-Döner. Wisst ihr Bescheid. So, im Freibad ist auch gut was los. Ja, schön. Gut, dann würde ich sagen, switch mal wieder rein ins Spiel. Und gucken mal, dass wir den Bahnhof jetzt am besten hier auch mitten in die Stadt setzen. Aber die ganzen Straßen gehen alle drunter her. Das weiß ich. Der Bahndamm ist hoch in Bad Oeynhausen. Ihr könnt das hier sehen. Geht drunter her. Geht drunter her. Hier fährt sogar ein Güterzug. Hier geht es drunter her. Oh, hier geht es ausnahmsweise mal oben rüber. Und hier ist die Nordumgehung, beziehungsweise die Strecke zur A30. Das geht auch drunter her. Und hier ist die Weser jetzt oben rüber. Also im Prinzip müssen wir ganz viele Unterführungen erstmal bauen. Hier geht es auch drunter her, direkt nach dem Bahnhof. Das wird ja wieder lustig. Und dann geht es erstmal viergleisig, fünfgleisig, sechsgleisig. Dann läuft das wieder zusammen. Ja. Also da müssen wir mal gucken, was wir machen. Müssen wir jetzt einen Bahnhof bauen. Hat ja nicht viel Dach. Er hat ja nur hier vorne Dach. Da gibt es eigentlich eine Mod, die mir dazu einfällt. Jetzt müssen wir mal kurz den Bildschirm wieder ausmachen, sonst ruckelt das gleich. So. Mal gucken, ob ich die Mod aktiviert habe. Ich speichere vorher. Bei den Bahnhöfen bin ich mir mit echt überhaupt nicht sicher, was da so abgeht. So, jetzt haben wir schon wieder 14 Minuten, haben wir noch nichts geschafft. Läuft wieder richtig gut. Ja, die Ultimate Station Planer und so, da ist irgendwas geändert worden und das zerschießt leider gerade alles. Das ist eigentlich das Problem, wenn ich das jetzt hier alles hochbaue, ist natürlich das Problem, dass wir nachher mit unseren Weichen da Probleme kriegen. Man kann natürlich auch die drunter herbauen nachher, die ganzen Gleise, das wäre einfacher für uns. Weil wenn ich jetzt hier nämlich die Station baue, sieht jetzt eigentlich so aus, wie es aussieht.
Aha. Genau. Die wollte ich doch haben. Ja, die hätte dann 3 Gleise. Kriege ich aber das vierte da schon nicht mal ran. Weil wir hier kein Durchfahrtsgleise machen können. Wenn ich das mit 4 Gleisen machen. Track Layout. Tja. Kann hier keine Durchfahrtsgleise machen. 4 Gleise, dann sieht es schon wieder aus wie nicht in echt. Machen wir anders. Wir bauen den Bahnhof flach und machen die Straßen, führen wir drunter her. Und dann würde ich sagen, setzen wir den Bahnhof hier hin, ne? Ist gerade noch Platz. Können wir das nachher alles schön einbauen. Die Straße geht dann nachher drunter her. Können wir schon mal abreißen. Genau. So. Nehmen wir den auf den Bahnhof. Der hier sieht optisch, kommt er den Bahnhofsvorplatz von Bad Oeynhausen nahe. Können wir sogar noch ein Durchfahrtsgleis machen? Nein. Nein. Eins am Ende. Genau. Sehr schön. Doppelbelegung. Nein. Zweiter Straßenanschluss. Nein. Da geht nicht, weil da ist Böschung eigentlich. Oberleitung. Ja. Höchstgeschwindigkeit. Ja. 320 Meter. So. Ja. Dann geht es eigentlich direkt davor. Müssen wir da wieder so ein Bauwerk setzen, um die Straße drunter zu kriegen. Dann setzen wir den Bahnhof jetzt mal hier hin. Hier müssen wir dann sehen, dass wir hier wieder eine Unterführung kriegen. Dann müssen wir mal sehen, dass wir hier über die Weser rüberkommen. Winkeltechnisch gesehen sind wir natürlich jetzt sehr dicht dran. Ich würde sehr gerne die eine Brückenmod hier verwenden. Aber letztes Mal, wo ich da drauf geklickt habe, ist das Spiel leider abgeschmiert. Die würde ich wirklich sehr, sehr gerne nehmen, weil die passt perfekt. Ich speichere nochmal. Es kann sein, dass wir jetzt gleich rausfliegen. Wir haben jetzt 17 Minuten. Gleisanzahl 4 und dann ist das Spiel abgekackt. Oh, sie geht. Oberleitung, ja. Höhe 10 Meter. Jetzt kackt's ab. Geht immer noch. Bögen 2. Geht auch noch. Geil. Bögen 3. Immer noch. Sehr schön. Bögen 3 reicht nicht. Wir brauchen Bögen 4. Bögen 4 reicht gerade so. So, wenn wir jetzt die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn wir gerade schiffbares Gewässer hier anmachen. Kommen wir mit Schiffen noch drunter her? Nicht wirklich, ne? Aber 20 Meter. War ganz schön hoch, ne? Also 20 Meter ist schon... Aber da passen wir jetzt die Schiffe drunter her. Müssen wir das auch so machen. Müssen uns das jetzt ein bisschen anpassen hier. Upsala. Mensch. Wenn wir die hier so hinsetzen. Nochmal so ein bisschen drehen. So. So, jetzt haben wir hier immer noch schiffbares Gewässer. Das Schiff wird zwar echt eine Kurve fahren, weil jetzt echt komisch hier steht. Und ob wir jetzt hier noch mit raufkommen, das ist jetzt die Frage. Oben können wir dann aber nur noch 120 fahren mit unseren Zügen. So, setzen wir die hier mal hier an der Seite bitte ran. Genau so. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier für eine Brücke nehmen. Nein, 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 nein. Ich möchte ganz gerne, wenn es geht, nicht diese Mods nehmen, weil die sehen zwar jetzt optisch sehr schön aus, aber sobald man etwas rauszoomt, sind sie das nicht mehr. Ja, die wird eigentlich echt gut passen. So, wenn ich die jetzt aber baue, wir zoomen raus, geht es noch. Vielleicht ist das erst, wenn wir es viergleisig machen. So. Ja, noch ist das mal gut. Sehr schön. Aha. Genau. Na gut. Und der geht jetzt auch hier ran. Perfekt. Aber hier haben wir jetzt einen Fehler gemacht. Hier haben wir jetzt eine schwebende Brücke. Ist natürlich klar, dass er es automatisch nicht erkennt.
Sven, da hätte man auch selber drauf kommen können. Aber sind wir nicht. Wo sind wir halt? So, geht das hier wieder hin? Müssen wir mal gucken. Dass wir jetzt hier die gleiche erwischen. Ob das war die hier, ne? Man könnte natürlich hier auch so ein... Haben wir hier wieder eine Brücke gebaut. Man könnte natürlich auch so einen massiven Damm bauen. Bahndamm. So heißt es. Hier hinbauen. Aber ich glaube, das wäre zu wuchtig, ne? Das können wir auf der anderen Seite machen. Aber hier machen wir das nicht. Wir müssen jetzt einfach nur sehen, dass wir hier die gleiche Textur wieder erwischen, wie auch die andere Brücke auch. Die ist es. Genau, die ist es. So. Und dann sind die Züge auch gleich. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. So, und hier geht es jetzt wieder hinab. Haben wir das gerade? Aber da mit so einem Bahndamm. Der sein, ne? Passt ungefähr. Müssen wir sehen, dass wir die A2 dann hier noch hinkriegen. Wenn wir das mal so ziehen. Ja, ist ganz schlecht, gar nicht so schlecht. Obwohl, man könnte nur die auch nochmal so eine leichten Kurve setzen. Sieht das noch ein bisschen schicker aus, als wenn das einfach so stumpf geradeaus geht. Wir können uns ja die Gleise hier schon mal ransetzen. 300. Wir ballern aber auch nicht mit 300 in den Bahnhof, ne? Mal gucken, dass wir irgendwann nochmal die Speed-Mod damit reinkriegen. Bei Önhausen geht es ja eigentlich geradeaus. Durch. Sollen wir es auch noch ein bisschen auf Abstand lassen. Jetzt können wir langsam hier wieder drauflaufen. So. Jetzt mal den hier noch schön gerade laufen. So ist es in der Halle ja auch. Zack. So. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier direkt aufgehen, wie sieht das aus? Oh, da macht der mal einen verdammt langen Bahndamm. Da haben wir natürlich eine richtig schöne, smooth Angelegenheit, aber das ist too much. Geht nicht, das können wir nicht machen. Das ist zu lang. Dann wir den jetzt bis hier hinziehen. Und jetzt hier oben raufgehen. Da sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Ja. Das gefällt mir. Das können wir lassen. Ups, die Ups, die Ups. Ja, wenn wir das alles mal schön alles hier mit Feldern auskleiden, etc. Dann wird das hier natürlich schon echt, echt schick. Das machen wir mal noch bis hierhin ran. Weil jetzt brauchen wir im Prinzip die extra Brücke. Eigene Brücke. Hier könnten wir natürlich einfach mal, um das nur so ein bisschen anders zu machen. Was optisch ja auch gar nicht so schlecht aussieht. Setzen wir die hier hin. Da sagt er mir dann, Brückenpfeiler-Kollision, weil wir hier zu dicht dran sind. Und wenn wir jetzt nochmal das machen, von hier. Ich aber trotzdem keine Brücken. Da haben wir immer noch Brückenpfeiler-Kollision. Das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen von trennen. Machen wir hier einen hin. Zack. Aber wir gehen jetzt von hier ab. So, um hier schon mal so ein bisschen aufzukommen. Jetzt müsste es gehen. Genau, jetzt geht's. Sehr schön. Einfach hier, um mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und jetzt haben wir immer noch genug Platz, um hier wieder zusammenzulaufen. So, hier so ein kleines Stück, dass wir da wieder rankommen. Zack. Können jetzt hier immer noch 180 fahren, da sind wir noch schnell genug. Ja, keine Highspeed-Strecke hier. So. Zack. Unsere viergleisige Strecke. Gefällt mir optisch sehr gut. Sind wir schon mal in Bad Oeynhausen. Jetzt haben wir schon mal hier das Stück von Minden über
Porta Westfalica oder auch im Volksmund gesagt Porta Westafrika, über die Weser bis nach Bad Oeynhausen. Hier hinten werden wir jetzt gleich einen riesen Kopfbahnhof bauen oder später. Vielleicht kommt heute noch ein Livestream. Wir werden mal abwarten. Und ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Danach kommt jetzt noch die Timelapse, ihr wisst es. Und würde mich freuen, wenn ihr da auch einschalten würdet. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.